Glückwunsch, Thalke. Ein ganz wichtiger Sieg, glaube ich. Ne? Wie geht's euch? Ja, sehr gut. Ich glaube, wir sind sehr erleichtert, dass es gut heute geklappt hat mit dem Derby-Sieg. Letzte Woche, am Wochenende, sind wir schon noch ein bisschen, ärgern uns schon noch ziemlich, dass wir da verloren haben. Deswegen ist heute umso wichtiger, dass wir die Punkte wieder geholt haben. Knackpunkt war die Abwehr. Was habt ihr anders gemacht? Du warst ja mittendrin im Mittelblock zusammen mit Julia Wenzel. Wir waren heute auf jeden Fall schon mal aggressiver noch als in Koblenz. Haben mit der 6-0, glaube ich, erstmal eine ganz gute Lösung gefunden, dass wir den Kreis ein bisschen eindämmen konnten. Dann nochmal mit der Variante 5+1 mit Anna vorne, da hat gut geklappt. Und weiß nicht, es war einfach heute, haben mehr zusammengearbeitet als am letzten Wochenende noch. Das war es halt, denke ich mal. 30. Minute, kurz vor der Pause noch die rote Karte für Frederike Gubernatis. Wie wichtig war das fürs Spiel, für die zweite Halbzeit? Ich denke mal, es war nicht ganz unwichtig. Also sie ist ja schon eine wichtige Spielerin, gerade als Linkshänder, vollkommen rechts. Dass sie dann da gefehlt hat, war, glaube ich, für Buxtehude nicht so leicht. Aber wir haben auch mit Tiana Stapelfeld dann eine ganz gute Alternative dann noch, denke ich. Prima. Sonntag geht's weiter. Bensheim-Auerbach, kann man sich überhaupt schon mit dem Gegner beschäftigen? Ja, ab morgen, denke ich. Ne? Heute genießen wir erstmal den Sieg und dann ab morgen konzentrieren wir uns auf Bensheim und dann wollen wir den nächsten Heimsieg einfahren.